Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Siberia 3. Ja, wir sind mit dem Straußenzug vorangekommen, allerdings nur ein kleines Stück, denn hier ist die geweihte Brücke kaputt. Hieß die geweihte Brücke? Ich weiß es nicht mehr. Hier sind sogar anscheinend zwei Brücken und irgendwie sind beide kaputt. Wir müssen jetzt mit dem Wächter sprechen, aber ich wollte mich jetzt hier nochmal umschauen. Also, da geht es nach unten. Okay, wie ist das mit der Tür hier vorne? Ist die eventuell geöffnet? Das wäre schön, dass wir da reinkommen. Was ist hier? Kannst du da was... Ach, da ist jemand! Also, ich kann Sie nicht reinlassen. Kommen Sie bitte zum Schalter. Hä? Da war ich in der letzten Folge. Er lässt mich echt nicht rein. Okay, Moment. Was haben wir hier noch? Kommen Sie auf die andere Seite, wenn Sie mit mir sprechen wollen. Das ist einfacher. Ja, aber da war ich in der letzten Folge. Gut, vielleicht war er da einfach noch nicht da und jetzt ist er da. Aber gut. So, und mal wieder müssen die Yukol warten, weil es nicht mehr weitergeht. Aber Kate ist natürlich da, um das hier alles zu regeln. Also, hier soll ich jetzt hin, aber das ist doch auch nicht der Schalter. Nee, die war nämlich zu. Und am Schalter habe ich geguckt, da hat sie irgendwie sowas gesagt wie, ja, nee, da ist niemand. Ach, er hat... Ja, jetzt hat er auch geöffnet. Okay. Guten Tag. Oh. Guten Tag, meine Dame. Was ist das denn? ja? Worum geht es? Ich begleite den Zug des Yukol-Stammes. Normalerweise überqueren sie den Fluss genau hier... In etwa alle 20 Jahre. Aber ihre Brücke ist eingestürzt. Und sie dürfen das neue Bauwerk nicht ohne Zustimmung ihres... Also, er ist so eine Art spiritueller Zollbeamter und lebt auf der anderen Seite. Ich muss dringend hinüber, um mit ihm zu sprechen. Können Sie mich bitte hinüberlassen? Bitte. Also nun, ich habe von diesen Nomaden gehört, aber sie leibhaftig gesehen... Ich habe diesen Posten erst seit ein paar Monaten inne. Nun, Sie müssen mir nur die entsprechenden Dokumente vorlegen, schätze ich. Und ja, bitteschön. Okay, was für Dokumente? Ich habe keine. Welche Dokumente? Bestechen? Oh, ob der sich wohl bestechen lässt? Na, ich frage erst mal, welche Dokumente. Welche Dokumente brauchen Sie denn? Das Übliche. Nichts Ungewöhnliches, schätze ich. Wenn ich mich recht entsinne... Pässe, Einreiseformulare oder Visa, Ausreisegenehmigungen, Impfpässe und in zweifacher Ausfertigung von jedem Reisenden ausgefüllte Fragebögen, eine in der Sprache des Ursprungslandes und der andere in der Sprache des Ziellandes. Nur Routine. Hören Sie, die Yukol werden hierbleiben, bis ich zurück bin. So können Sie sicher sein, dass ich so schnell wie möglich wiederkomme. Können wir also diese kleinliche Bürokratie nicht mal weglassen? Und, was passiert, wenn Sie zurück sind? In Ermangelung der richtigen Papiere werden die Yukol Ihnen sicherlich einen beträchtlichen Anteil Ihrer Ersparnisse überlassen, um Sie für die Umstände zu entschädigen. Wovon reden Sie da, meine Dame? Bargeld. Jede Menge Bargeld. Damit Sie einfach woanders hinsehen, während Sie die Brücke überqueren. Ah, also, dann muss ich nur sehen, was mein Vorgesetzter sagt, wenn ich ihn anrufe. Wie man uns immer sagte, Regel Nummer 1, immer den Vorgesetzten informieren. Und Regel Nummer 2, im Zweifel kommt Regel Nummer 1 zur Anwendung. Der Kern der Sache ist eigentlich, dass Sie Ihre Vorgesetzten nicht informieren. Sie behalten das Geld für sich selbst. Verstehen Sie? Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Natürlich dürfen Sie es keinem erzählen. Aber denken Sie mal nach. Mit so viel Geld können Sie sich zur Ruhe setzen. Stimmt. Also gut, in Ordnung. Sie müssen jedoch das Wasserrad im Fluss in Gang setzen. Um die Brücke zu aktivieren, damit ich sie hinüberlassen kann. Ihre Gruppe besteht aus so vielen Leuten, dass ich meinen Posten nicht verlassen will.
Machen Sie das lieber. Ich warte hier. Das Problem ist, dass... Also, dies ist das erste Mal, dass tatsächlich jemand zu diesem Grenzposten kommt. Sie wissen gar nicht, was zu tun ist. Also, ja. Ach, gehen Sie nicht weg. Ich komme gleich... Oh mein Gott, was für ein Typ. Was zur Hölle. Starten Sie den Motor der Brücke, alles klar? Echt jetzt, was war das für einer? Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das Geld annehmen kann. Aber gut. So, ich denke, wir müssen hier runter, ne? Runter zum Fluss und da irgendwo das Wasserrad finden und ja, das Ganze wieder zum Laufen bringen, was wahrscheinlich nicht einfach wird. Moment, bevor wir da runtergehen, gucke ich mal eben, was hier noch so ist. Nicht, dass wir was Wichtiges verpassen. Oh. Was ist denn das hier? Moment. Und? Ist irgendwas drin? Nichts. Nichts, aber du kannst da irgendetwas reinlegen. Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht was, ne? Feuerzeug, das ergibt hier alles gerade noch nicht wirklich Sinn. Erstmal schauen, was hier sonst noch so zu tun ist und wie gesagt, das Rad irgendwie in Gang setzen. Aber nochmal kurz hier reinschauen. Nicht, dass ich wieder was Wichtiges übersehe, weil der Kamerawinkel doof ist oder so. Aber nein. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Da setzen die den Typen da auf den Posten. Der hat von nichts eine Ahnung. Es kommt hier sowieso niemand vorbei. Aber okay. Oh, was ist das denn? Ein Schwert? Moment. Ach, das ist ein Hebel. Das sah im ersten Moment aus wie ein Schwert. Ich habe das da unten gar nicht gesehen. Gut, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze nicht. Ich bin schwer versucht. Ich bin schwer versucht. So, sprechen Sie mit dem Zollbeamten. Ja, gerne. Ein Teil der Brücke ist also jetzt wieder in der richtigen Position. Ich werde jetzt diese kleine Gondel oder was auch immer das ist, werde ich jetzt erstmal auf dieser Position hier hinten stehen lassen. Ich hoffe, das ist klug, nicht, dass wir rüberlaufen und dann bräuchten wir das Ding, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Der Typ wohl mit dem Motorrad gekommen ist, frage ich mich gerade. Die Autos sehen ja nicht mehr wirklich funktionstüchtig aus. So, der Motor läuft. Kann ich jetzt auf die andere Seite? Also, ja? Also sagen Sie mir, wenn Sie hinüber wollen. Ja, ich will hinüber. Okay, der Wächter. Ja genau, lass uns den mal auf das U ansprechen. Nichts für ungut, aber Sie wirken etwas zögerlich. Wann haben Sie hier zuletzt jemanden gesehen? Ja? Also, um ehrlich zu sein, ich bin hier seit 6 Monaten und in der Zeit war nie jemand da. Keine Menschenseele. Niemand. Also rede ich nicht viel, was man ja verstehen kann, nicht wahr? Manchmal angle ich, um mich zu beschäftigen. An manchen Tagen rede ich mit den toten Fischen. Oh, verstehe. Jetzt finde ich das aber schon wieder traurig. Wissen Sie, ob auf der anderen Seite noch jemand ist? Also, eigentlich war ich noch nie dort. Ich bin nicht berechtigt. Es ist ein anderes Land. Von hier aus habe ich noch nie jemanden gesehen, außer dem verrückten Alten, der dort lebt. Die Person, die in der Jurte dort auf der anderen Seite lebt? Ja. Er ist ein kleines
Mein Grenzkontakt, wie es im Handbuch steht. Kennen Sie ihn persönlich? Also, ich habe ihn noch nie vor nahem gesehen, weil er auf der anderen Seite ist. Klingt logisch. Und um ehrlich zu sein, es ist irgendwie... Manchmal tauschen wir mit Hilfe der Seilrutsche, die Sie beim Bau der Brücke über den Fluss gespannt haben, Vorräte aus. Der alte Kerl hat eine Vorliebe für Schnaps. Also schicke ich ihm gelegentlich Wodka. Nur um gute nachbarschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, wie man so sagt. Okay. Warum ist die alte Yukol-Brücke, die vorher hier war, zerstört? Ich habe gehört, sie war nicht allzu stabil. Sie brauchten etwas Effektiveres zur Kontrolle der Grenzen. Und das heißt? Also, wie Sie sehen, ist sie aus zwei unabhängigen mobilen Komponenten. Und ich bin derjenige, der sie hier aktiviert. Also ist es die sicherste Grenze der Welt. Jedenfalls sagen das meine Vorgesetzten. Also, ich gehe auf die andere Seite. Okay. Ja, okay. Gehen Sie an den Anfang der Brücke. Ich bringe Sie dann rüber. Okay, mir kam jetzt noch kurz die Idee, ob wir vielleicht diesen Schamanentrank rüberschicken zu ihm. Aber ich weiß es nicht, weil das ist ja nicht wirklich Schnaps, ne? Von daher probiere ich das jetzt erstmal so. Oh, das ist jetzt das erste Mal, dass er die Brücke bedient, wenn hier nie jemand hinkommt. Ach so, der andere Teil geht dann runter? Was? Wirklich jetzt? Gibt es denn von hier irgendeine Möglichkeit? Was zur Hölle? Oder habe ich das jetzt... Habe ich das jetzt falsch gesehen? Nee, ich habe es richtig gesehen. Ach so, und jetzt macht er... Ah, okay. Aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen und bestimmt für später noch interessant, dass nicht beide Teile gleichzeitig oben sein können. Okay. Ich bin jetzt so gespannt auf den Typen da, der da lebt. Kate, lauf in die richtige Richtung. Oh, was hat er sich da gebaut? Eine Vogelscheuche. Ich versuche erstmal direkt hier reinzugehen. Gucken, ob der da ist. Ah ja, das ist sie, Kate Walker. Die, die ihr altes Leben hinter sich gelassen hat. Sie läuft weg und bleibt nicht stehen. Eine Reisende ohne Ziel. Das ist ja ein niedlicher Zausel. Alles okay, ich bin hier. Hallo, Geister. Hallo. Tut mir leid, wenn ich Ihr, Gespräch störe, aber... Die Geister sind wahre Plappermäuler und sie lieben es, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Die Geister? Manchmal schützen sie einen, manchmal überlassen sie einen seinem Schicksal. Es ist schwer zu verstehen. Sie sagen mir, dass Gatewalker einen neuen Zug der Yukol und ihrer Strauße begleitet. Das stimmt. Die Yukol brauchen ihren Segen, um über die Brücke zu können. Sie sagen, du bist in Gefahr. Die Geister warnen vor Gefahren. Dann kommen sie sich wichtig vor. Ja, wir werden verfolgt. Und das bedeutet, es ist umso wichtiger, ihre Genehmigung zur Überquerung zu bekommen. Aber zuerst gibt es eine Prüfung. Geister lieben Prüfungen. Und es müssen Geschenke gemacht werden. Du darfst schenken, was du willst. Hauptsache, es ist Wodka. Okay. So, Alkohol für die Geister? Ernsthaft? Ich wusste nicht, dass Geister gern trinken.
Ich erledige das Trinken. Und durch mich werden die Geister besoffen. Dann sind sie in sehr guter Stimmung. Hm, verstehe. Und dann lassen sie uns durch? Ihr müsst auch die Beschwörung rezitieren. Und dann kann die Karawane weiter in die heiligen Lande ziehen. Okay, Beschwörung. Alkohol für die Geister. Der Alkohol, den sie brauchen. Wo bekomme ich den? Das sollte kein Problem für dich sein, Kate Walker. Die Geister haben keine bevorzugte Marke. Ja, dann. Vielleicht hilft uns der Schamantrank da wirklich weiter. Haben die Geister noch etwas über mich gesagt? Sie sprachen von deinen Tugenden, die dein Verderben sein könnten. Sieh dich vor, du... Ist das alles? Prüfungen machen uns stärker. Ihre Geister hören sich wirklich gern reden, was? Beschwörung? Können Sie mir mehr über die Beschwörung sagen, die wir rezitieren? Es ist ein Gebet zu den Geistern, das von Schamane zu Schamane weitergegeben wurde. Und was für ein Gebet? Die Geister brauchen Zeichen. Sie verstehen die Sprache von Feuer und Rauch. Es ist zu hoffen, dass Kate Walker alles Nötige auf der anderen Seite des Flusses findet. Die Überreste vergangener Züge sind noch dort. Aber die Geister offenbaren erst nach der Wodka-Opfergabe alle Geheimnisse. Wenn es ums Geschäft geht, sind die Geister sehr kompromisslos, Kate Walker. Ja, ich merke das schon. Na dann, ans Werk. Ich suche Ihnen etwas, mit dem Sie Ihren immateriellen Freunden zuprosten können. Die Geister sind auch sensibel, Kate Walker. Sie lassen sich nicht gern auslachen. Okay, finden Sie Alkohol für den Wächter. Ach, cool, ey. Die Geister, sie warten auf Ihr Getränk. Ja, sehr gut. Ich wollte nur mal schauen, ob hier sonst noch was ist. Okay, also, das Gebet rezitieren, Alkohol besorgen und irgendwas mit Feuer und Rauch machen. Können wir hier was tun? Nee. Hat er sich aber nett hier gemacht, ne? Also aus dem, was möglich ist. Schön mit Ofen und wahrscheinlich baut er hier was an, deshalb die Vogelscheuche. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Hat der... Ich dachte gerade, das wäre ein Radio. In dem Moment dachte ich so, was hat der denn Radio? Gut, so ein kleiner Brunnen für Wasser. Okay, okay. Moment. Da kommt man nicht hin, ne? Nein. Ja gut, auch Kate, du hängst wieder ein bisschen fest, ne? Und wenn dieses Gebet von Schamane zu Schamane weitergegeben wurde, dann müsste der Kirk das ja eigentlich kennen, oder? Da kann er uns bestimmt helfen. Können wir was mit der Schaufel machen? Nein. Okay. So, wie weit kommen wir denn hier überhaupt ins Land? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das ist also Jakastan. Wenn der Stamm nur auch auf dieser Seite wäre. Ja, der Stamm kommt ja noch auf diese Seite. Keine Sorge. Wobei ich mir Ich die Yukol hinüberschaffen. Ich wollte es gerade sagen, wobei ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass sie durch dieses Tor da vermutlich sowieso nicht gehen kann. Aber gut. Also, Kirk fragen ist der Plan. Dann irgendwas mit Rauch und Feuer. Gut, wir haben ja noch das Feuerzeug dabei. Das könnte uns da ganz nützlich sein. Und das mit dem Schamanentrank, ich kann es ja einfach mal probieren. Jetzt nicht unbedingt Wodka, aber vielleicht hat auch der Zollbeamte irgendwie Wodka. Ich weiß ja nicht, um sich seine Zeit hier zu vertrödeln oder so, wenn er auch gesagt hat, er schickt ihm ja sonst auch was. Hm. Da müssen wir mal schauen. Sag bloß, der macht nichts. Ja, Junge, mach was. Oh nein, jetzt rufst du nicht deinen Vorgesetzten an. Worauf wartet er? Los doch. Was
war das denn jetzt für eine Aktion von ihm? Was macht er denn da? Hey, Moment! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er einfach abgehauen und wir haben jetzt nämlich das Problem, dass irgendjemand helfen muss, die Brücke zu bedienen, wenn tatsächlich immer nur eine Seite... Nee, geht immer noch nicht, ne? Nämlich die andere Tür. Wenn immer nur eine Seite oben sein kann, dann muss uns da wohl jemand bei helfen. Oder natürlich... Kann auch sein, dass wir gar nicht mehr auf die andere Seite müssen und ihm den Alkohol dann irgendwie schicken müssen. Ich weiß ja nicht, hat er jetzt hier wenigstens die Tür offen gelassen? Das wäre super. Nee, hat er nicht. Mist. Ah, Messer? Ja, können wir versuchen, ne? Es funktioniert nicht. Oder willst du das wieder mit dem Tuch machen, so wie letztes Mal? Einfach die Scheibe einschlagen? Nichts. Aus Kassherz? Ja, nee, alles andere ergibt ja gerade keinen Sinn, ne? Versuchen wir etwas anderes. Damit... Unmöglich. Unmöglich. Was sagt sie denn dazu? Moment mal. Sie sagt gar nichts. Die Steuerung für die Brücke ist dort. Ja. Ja, gut. Okay. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was wir da machen können. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt erst mit dem Schamanentrank. Das ist jetzt so meine erste Eingebung von vornherein gewesen. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass ich tatsächlich hier richtigen Wodka finden muss. Und der ist dann, wenn überhaupt, in seiner Hütte irgendwie. Also in dem Häuschen da vom Zollbeamten, würde ich behaupten. Aber gut, wo ist es denn? Bitte lass es funktionieren. Keine Chance. Keine Chance. Schade. Okay, gut. Dann geht es jetzt zu Kirk. Und wehe, der kennt das Gebet nicht. Werde ich ihm auch sagen, was bist du denn für ein Schamane? Obwohl, der ist ja kein richtiger... Nee, er ist ja kein Schamane, er ist ja der Anführer. Schamane ist doch die Ayahuasca. Dann könnten wir da gleich mal hin, aber trotzdem möchte ich jetzt eben zum Kirk. Denn ich meine auch, pass mal auf, komme ich hier irgendwie hin? Man hat nämlich in der letzten Folge... Das weiß ich noch so genau, weil ich die vorhin erst aufgenommen habe. Genau, hat man nämlich gesehen, dass da irgendwas ist hinter Kirk. Sie sind draußen feucht geworden. Sie sind draußen feucht geworden. Sieht seltsam aus. Wohl so eine Art Backrohr oder Ofen. Ach, und das hier ist dann für Rauch und Feuer zuständig, ja? Okay. Wow, wie ich das hier immer liebe, diese vielen Hotspots. Eieiei. Ja gut, ich weiß ja noch gar nicht, was damit... Was damit überhaupt zu tun ist. Viertelblaues Kunstharz. Viertel was? Orangenes Kunstharz? Weiß ich jetzt nicht. Da können wir was benutzen. Okay. Ja. Das wird später ein lustiges Rätsel, ne? Das da oben ist jetzt zum Verschließen. Kannst du das hier mit aufziehen? Sehe ich das richtig? Ach so. Ach, nach oben schieben. Gut. Ich glaube, jetzt bringt es noch nicht viel, wenn wir uns so richtig damit beschäftigen. Ich kann da jetzt mal überall reinschauen, aber... Nee, das ist dann genau, damit der Rauch hier irgendwie aufsteigt oder rauskommt oder wie auch immer. Okay, so, nochmal... Ja, nee, nochmal richtig drehen. Was ist da unten? Dass wir das vielleicht schon mal öffnen? Oh mein Gott. Alter, wie kompliziert wird das denn? Rundes Stück blaues Kunstharz? Was? Okay, viertelrotes Kunstharz. Und da müssen wir was benutzen. Ach so, das ist zum Schließen. Eieiei. Ja, dann mach nochmal bitte auf. Können wir mitnehmen. Trichter 04. Ja, komm, wenn ich jetzt schon mal einmal hier bin, dann nehme ich das auch alles mit, weil wir müssen es sowieso später machen. So, und dann nehmen wir den auch nochmal mit. Trichter Nummer 3. Da haben wir Holz. Kannst du auch schon mal mitnehmen? Ja, sehr gut. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier jetzt noch nichts machen können. So ein bisschen Harz, ich weiß nicht. Zurück. Und dann, oh mein Gott, diese Steuerung hier. Nein, ich möchte gerne... Das möchte ich mir gerne anschauen, genau. Dass wir jetzt überall schauen, ob da noch was drin ist. Also hier konnte man es aufmachen, ne?
Da ist aber nichts drin, wie es aussieht. Hier muss dann irgendwas drauf. Okay, also nochmal zurück. Nochmal zurück. Dann gucken wir in den mittleren. Also in den anderen mittleren. So, da haben wir auch noch ein Stückchen drin. So, Viertel gelbes Kunstharz. Alles klar. Und hier muss dann was hin. Gut, oh Leute. Das wird wahrscheinlich jetzt sehr kompliziert. Und da ist nichts drin. Okay, so. Ich werde jetzt kurz ins Inventar gucken. Wow, so ein Ladebildschirm bei dem Rätsel ist natürlich auch ganz super. So, also erstmal ins Inventar schauen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viele Stücke ich von jedem habe, ob da irgendwie was zusammenpasst. Also, Viertel von Blau haben wir und ein rundes Blaues. Okay, wir haben ein Viertel Rot. Wir haben ein Viertel Gelb. Das heißt auch 02. Warum das 02 heißt, weiß ich nicht. Okay, Trichter 04, Trichter 01, Trichter 3, Holzscheit. Und Viertel gelbes Kunstharz 02. Gut. Sie sind draußen feucht geworden. Achso, sie sind draußen feucht geworden. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wenn wir gerade schon mal hier sind, gehe ich trotzdem noch eben zu Kirk. Spreche mit ihm, vielleicht kann er mir irgendwie was sagen. Und dann geht es direkt zu Ayahuasca in die Jurte. Die dann hoffentlich das Gebet kennt. Neuigkeiten vom Wächter? Ja. Achso, das erzählt sie ihm nicht mal. Gut. Gut, dann zu Ayahuasca. Also das mit den Rohren und so erinnert mich aber total an das Ende von Siberia 2. Gab es da nicht auch ein Rätsel, was so relativ aufwendig war mit so ganz vielen Rohren und so? Ich weiß nicht mehr genau, was es damit auf sich hatte, aber ich meine, das war auch irgendwie so. Und die sitzen da, weißt du, die ganze Zeit und warten und warten. Anstatt sie jetzt mal aufstehen und hier ein bisschen Kunstharz sammeln. Oskar, können wir dich noch mal kurz ansprechen? Okay, oder wir gehen direkt in die Jurte. Ist auch okay. So, Ayahuasca. Wie fühlen Sie sich, Frau Ayahuasca? Trance von Zeremonie, gefressen Kraft. Also Schamanin... Sehr schwach. Tut mir leid, Sie in Ihrer Erholung zu stören, aber es gibt ein Problem mit dem Wächter auf der anderen Seite der Brücke. Was für Problem? Will Sprit für Geister? Wodka, Sprit für Geister? Ja, Sie haben nicht zufällig welchen vorrätig? Kein Sprit mehr. Schamanin hat alles für Ritual verbraucht. Es ist egal, machen Sie sich keine Sorgen. Ich finde irgendwo anders welchen. Der Wächter bat mich auch, eine Art Gebet zu rezitieren, damit der Stamm den Fluss überqueren kann. Können Sie mir mehr darüber sagen? Frau Kate Walker muss Rauchsignale machen. Mit alten Maschinen der Ahnen. Was für Signale? Ayahuasca nutzt manchmal Open. Bitte, was? Ayahuasca nutzt manchmal Open. Sie ist eingeschlafen. Toll. Na super. Und Wodkatze auch nicht mehr. Es darf nicht wahr sein. So, oh Gott, was haben wir denn hier alles? Was hat die alles dabei? Toilettenpapier, Kuscheltiere. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Eieiei. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Ding? Eine Puppe. Das alles hin und her wackelt, ne? Was ist denn da unten, was sich die ganze Zeit so bewegt? Eine Schildkröte? Und wo ist jetzt hier irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Nein. Geld! Geld ist doch super. Was haben wir hier? Auch nichts. Ja, irgendwas da müssen wir noch mitnehmen können. Hier den Schnabel.
Vogelschnabel. Oh. Ayahuascas Stab. Das ist gut. Aber hier scheint noch was anderes zu sein. Was hat die denn alles? Unglaublich. Das können wir nicht brauchen. Was ist das? Können wir auch nicht brauchen. Der Schädel vielleicht? Nee, Schädel auch nicht. Eine Spritze. Eine Spritze ist auch immer gut. Nein. Toilettenpapier auch nicht. Ja, was weiß ich denn? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Traumfänger. Auch nicht. Ein Kessel Buntes. Nee, keine Ahnung. Was war das hier jetzt? Weiß ich nicht. Also wenn hier irgendetwas ist, was wir gebrauchen können, dann sehe ich es nicht. Doch, jetzt schon alles hochgehoben. Das nochmal weg. Man kann ja auch nicht wirklich alles hier auf eine Seite verlagern. Geht ja gerade auch nicht so gut. Da nochmal rüber. Was ist das hier? Weiß man nicht. Was ist das? Ist hier überhaupt noch, pass mal auf, ist hier überhaupt noch was drin? Also das Ganze hochzuheben ist ja schön und gut. Ja, der Hotspot ist noch da. Ist noch da, bedeutet, da ist noch irgendwas drin. Was? Nö. Nö. Was hat die denn sonst noch immer dabei, die Truller? Moment. Was ist das hier? Gar nichts. Das ist auch nichts. Ja, was brauchen wir denn noch? Was ist das denn hier? Huch! Was zur Hölle? Was ist denn damit? Ist das ein Mammut? Kein Plan. Ah ja, Waschka, du bist ein bisschen unordentlich und ich sehe hier nichts drin, was wir gebrauchen könnten. Irgendwie gerade nicht so, ne? Moment, was liegt da unten? Hatte ich das schon? Das da? Nee, das andere? Das da. Nein, das andere, den Löffel da. Da, ich möchte den Löffel mitnehmen. Geht auch nicht. Leute, hier ist nichts mehr. Das da unten war die Kohle, ne? Das ist das Toilettenpapier. Was ist unter dem Toilettenpapier? So eine kleine, keine Ahnung, Vase, Trinkgefäß. Ja, wie auch immer. Kann ich sie nicht nochmal anschauen? Ich sollte sie ausruhen lassen. Ich sollte sie ausruhen lassen. Okay, du hast jetzt den Stab. Den können wir uns erstmal anschauen. Jetzt haben wir ein ganz schön volles Inventar. Güte, Holzscheit. So, Ayahuascas Stab. Yukol-Symbole. Ja, die hätte ich mir gerne näher angeschaut. Yukol-Symbole. Aha. Geht nicht, oder wie? 08. Yukol-Symbole. Sieht aus wie 08, sind ja Yukol-Symbole, aber okay. So. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was in der Truhe ist. Probieren wir beim nächsten Mal nochmal aus. Dann quatsche ich jetzt lieber nochmal Oskar an. Vielleicht hat der noch irgendwas zu sagen. Oskar? Unsere Freundin, die Schamanin, ist da oben. Sie ruht sich nach dem Ritual aus und ich kümmere mich darum, dass sie alles hat, was sie braucht. Okay, okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Vielleicht wühle ich beim nächsten Mal noch ein bisschen in der Kiste rum. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.